Eskalation, ja oder nein? Diese Frage schwebt auch in der neuen Woche über den Kapitalmärkten. Die Annexion der Krim selbst scheint dagegen mehr oder minder bereits abgehakt. Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Heute wieder mit dem Wochenausblick auf die wichtigsten Termine. Und mehr Informationen erhalten wir, bewährt von Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei Close Brothers Seidler Bank. Herr Roth, die Woche beginnt ja mit so einer Art spontanen G7-Gipfel in Den Haag. Man hat ja eigentlich eine Konferenz um die Atomentwicklung, aber es geht natürlich jetzt auch um die Krise in der Krim und was da noch mit alles zusammenhängt. Wie ist da so Ihre Einschätzung? Wie gehen die Märkte damit um bisher? Also bisher waren sie hier im Westen ja relativ gelassen. Und im Osten, also in Moskau, ist der Aktienindex ganz schön in den Keller gegangen. Ja, das ist natürlich aufgrund der Krise eine normale Situation. Geld wird in Russland abgezogen, fließt nach Europa. Das macht den Euro stark und macht den Rubel und die russische Börse natürlich schwach. Das ist eine normale Bewegung. Kapital fließt ab. Die Börse sieht es in der Tat relativ entspannt. Natürlich politisch ist es ein Pulverfass, zweifelsohne. Die Annexion der Krim, aber man hat schon das Gefühl, dass die Europäer so ein klein wenig eigentlich fast schon akzeptieren, dass die Krim russisch wird. Das ist zwar offiziell nicht bekannt, aber unter dem Tisch hat man das Gefühl, das wird akzeptiert. Und deshalb geht die Börse im Moment in der Tat nicht davon aus, dass von Seiten der Europäer hier eine weitere Eskalationsstufe hinzukommt. Und auch die Wirtschaftssanktionen, auch in diesem Bereich, glauben wir im Moment zumindest nicht so sehr daran, dass das wirklich konkret durchgezogen wird, weil gerade auch Deutschland ganz besonders durch wirtschaftliche Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen würde. Mhm. So sind nun mal die Märkte. Da wird also cool abgeschätzt, was passieren könnte. Und dann gibt es natürlich wieder Konjunkturdaten. Schauen wir uns mal die Termine der Woche an. Die haben wir wie üblich auf einer Tafel. Und da fällt eben auf, gerade morgen gibt es jetzt IFO. Und natürlich ein paar Konjunkturdaten aus den USA. Also IFO-Geschäftsklima ist ja in der letzten Zeit immer schön nach oben geklettert. Aber es zeigt sich eben, dass die Erwartungen immer weiter klettern und die Lage vielleicht nicht so toll eigentlich in Wirklichkeit ist. Also wie sind die Erwartungen bei IFO? Ich würde mal sagen stabil. Ich glaube in der Tat, und da haben Sie recht, dass der IFO in der Vergangenheit schon sehr stark immer angezogen hat und mit dem IFO dann auch die Zuversicht kam, dass es eben gerade was die deutsche Konjunktur angeht, immer weiter bergauf geht. Ich glaube, dass wir ähnlich wie in Gesamteuropa oder auch gerade in den USA ein moderates Wachstum sehen, in Deutschland ganz besonders stark als Lokomotive. Nichtsdestotrotz der IFO irgendwann mal auch an seine Grenzen stößt. Und ich glaube, da kommen wir langsam hin, dass jedes Pünktchen mehr hart erkämpft werden muss. Gerade auch unter dem Aspekt, dass wir sicherlich jetzt auch demnächst dann auch diese Krim-Krise ein kleines bisschen zu spüren bekommen. Ja, gut, da könnten natürlich Erwartungen dann auch zumindest mal gedämpft sein. Es gibt noch andere Erwartungen, die gedämpft wurden in den USA. Janet Yellen hat sich ja zur Zinspolitik geäußert und hat angedeutet, dass es mit der Zinsanhebung vielleicht ein bisschen früher kommen könnte. Er hat auch ziemlich viel unklar gelassen, woran man sich denn jetzt genau orientiert. Die Märkte sind zumindest nicht ganz erfreut. Also wie ist das jetzt einzuschätzen? Wir haben eine Reihe von Konjunkturdaten, Case-Shiller-Index, also für Hauspreise beispielsweise und Verbrauchervertrauen und wie üblich die Erstanträge für Arbeitslosenversicherung. Also das sind Dinge, die normalerweise nichts Besonderes wären, aber in diesem Umfeld guckt man natürlich schon darauf, was die Notenbank machen könnte. Ja, weil natürlich die konjunkturellen Daten die Basis sind für die zukünftige Geldpolitik. Es gibt in der Tat viele, die glauben, dass die Zinsen weiterhin so niedrig bleiben, wie sie jetzt sind. Ich gehöre nicht dazu. Und ich glaube, das hat auch Janet Yellen in ihrer Aussprache und in ihrer Rede schon klargestellt. Wir sehen eher tendenziell kurzfristig, ich sage mal jetzt mal auf die nächsten 12 Monate tendenziell sogar eher leichte Zinserhöhungen. Mhm. Sofern eben die amerikanische Wirtschaft nachhaltig, stabil ein Wachstum hat zwischen 2,8 und 3,2%. Die Arbeitslosigkeit wäre dem nicht mehr im Wege, denn da haben wir mittlerweile eine Ratio von 6,5%. Das war der Zielkorridor. Und langfristig, hat sie auch gesagt, bleiben die Zinsen natürlich trotzdem niedrig, nur eben nicht so niedrig wie bisher. Und das könnte zu deutlichen Verwerfungen auch an den Aktienmärkten führen.
Gut, wir haben natürlich jetzt auch so etwas wie ein bisschen konjunkturellen Gegenwind aus den Emerging Markets. Die werden ja auch als Risiken angesehen, also China beispielsweise. Der Kupferpreis ist deutlich nach unten gegangen und China ist einer der größten Kupferverbraucher. Also muss man sich um China doch Sorgen machen? Ich meine, 7,5% wäre noch alles sehr schön stabil in der Planung, wie man sie ursprünglich auch vorgenommen hat. Ich glaube schon, dass China ein wichtiger Faktor ist, generell die Emerging Markets, aber nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht noch vor 2-3 Jahren der Fall war. Denn die Märkte haben durchaus schon eingepreist, dass eben die Bäume auch in den Schwellenländern nicht in den Himmel wachsen, was die konjunkturelle Entwicklung angeht. Und im Moment wird viel mehr darauf geschaut, was macht die USA? Bleibt es so stabil? Ist es nachhaltig? Wie geht die Zinspolitik dort weiter? Und erholt sich Europa eben aus dieser teilweise Depression, gerade jetzt, was die Peripherieländer im Süden angeht? Da wird momentan ganz stark drauf geschaut, denn momentan sind die Europäer und die Amerikaner die Konjunkturlokomotiven der Weltwirtschaft. Gut, das sehen wir vielleicht auch an den Bilanzzahlen. Wir gucken noch mal schnell auf die Tafel. Wir haben ja eher so die Firmen aus der zweiten Reihe in dieser Woche, die sich melden, aber die zum Teil eben auch ein relativ gutes Russlandgeschäft haben. Also da wird es ja auch spannend sein, wie vielleicht im Ausblick man sich dazu äußert. Was könnten Sie sich vorstellen? Leoni beispielsweise ist dabei, gilt natürlich in der Automobilbranche als extrem wichtig. Ja, das Problem ist natürlich, dass genau diese Aussagen dieser Unternehmen ganz schwer zu treffen sind. Und die sind einfach momentan nicht überschaubar. Denn kommt es zu Wirtschaftssanktionen, dann wird es diese mittelständischen Unternehmen, die teilweise sehr stark auf bestimmte Länder eben fokussiert sind, anders wie die DAX-Werte, die weltweit letztendlich ihre Geschäfte hauptsächlich machen, viel abhängiger von dem Geschäft mit Russland. Kommt es zu Wirtschaftssanktionen, dann wird es diese Unternehmen hart treffen. Und von daher, glaube ich, werden eventuelle Ausblicke auch sehr zögerlich letztendlich gegeben werden, denn sie wissen nicht, kommen Wirtschaftssanktionen oder nicht. Die Börse geht davon aus, sie kommen nicht, aber die Unternehmen können natürlich, ich will mal so sagen, nicht auf gut Glauben arbeiten. Gut, dann kann sich die Börse natürlich auch wieder anders entscheiden. Wir gucken auf den DAX, wie das da weiterlaufen könnte. Wie sind jetzt Ihre Erwartungen, wenn man das überhaupt für eine Woche machen kann? Also es sieht im Augenblick ja eher so aus, als wenn diese Korrektur noch weiterläuft. Aber nach unten hin scheint ja mit diesen 9.000 kurz darunter erstmal so ein Boden gefunden zu sein. Also hin und her, aber nichts allzu Großes. Hin und her, nichts allzu Großes, trifft es eigentlich ziemlich genau auf den Kopf, den Nagel, denn wir werden zwischen 9.200 und 9.400 zunächst einmal in diesem Korridor verbleiben. Darüber hinaus müssten schon entweder besonders gute Konjunkturdaten kommen, damit wir eben Richtung 9.5 gehen. Aber natürlich auf der anderen Seite müsste dann eben in der Ukraine es eine zu weiteren Eskalation kommen. Sprich, die Russen greifen nach der Ostukraine. Und das würde fast Krieg bedeuten. Das natürlich würde dann für weitere Korrekturen sorgen. Ansonsten denke ich in die Woche eher in eine Seitwärtsbewegung. So, jetzt gucken wir noch mal auf den Goldpreis. Der ist ja auch eine große Überraschung. Er hat auf die Zuspitzung der Krise kurz reagiert, aber das war jetzt auch nicht übermäßig. Und er war ja schon fast bei 1400 dran und jetzt ist er deutlich wieder zurückgefallen. Also da stellen sich ja schon einige Fragen, was steckt dahinter? Ja, das ist natürlich ein Zwischensprint gewesen, der durch die Krise letztendlich angeheizt wurde. Denn da geht man in die sogenannten sicheren Anlagen. Anleihen haben angezogen und natürlich auch der Euro. Darüber hinaus eben auch Gold. Gold hängt sehr stark im Moment am Dollar. Ist der Dollar schwach, geht Gold besser. Das konnte man jetzt seit Anfang des Jahres sehen, wo Gold sich deutlich erholt hat von seinen Tiefs. Nichtsdestotrotz, die Bewegung der letzten Wochen, da sind wir nämlich genau diese 70, 80 Dollar pro Feinunze gelaufen, aktuell bei 1320, die sind wir gelaufen wegen dieser Ukraine-Krise. Und auch am Gold kann man wunderbar erkennen, dass die Märkte momentan eben nicht davon ausgehen, dass es hier zu einer erhöhten Eskalationsstufe kommt, sondern dass hier eher Druck rausgenommen wird. Und dann geht es eben wieder eher in die Risikoanlageklassen wie Aktien zurück. Und von daher ist Gold sicherlich mit Sicherheit noch ausbaufähig. Ich glaube, der Trend bleibt erstmal positiv. Aber das, was wir in den letzten Wochen an Aufwärtsbewegung gesehen haben, das hängt nur mit der Krise in der Ukraine zusammen. Also, es bleibt, sagen wir mal, ein bisschen schwierig und unübersichtlich. Wenn man das jetzt mal so zusammenfassen wollte, als ein paar Ratschläge für Investoren, für Anleger, dann würde ich sie so interpretieren, dass wenn man ja schon noch mal die Füße ein bisschen stillhalten sollte oder dass man sagt, hey, also
es wird alles nicht so schlimm kommen. Ich nutze dieses relativ schwache Kurspotenzial im Augenblick, was zumindest so aussieht, dann doch mich wieder besser zu engagieren. Also eine Korrektur würde ich nutzen zum Nachkaufen, weil ich glaube eben nicht, dass die Ukraine wirklich weiterhin eskalieren wird. Ich glaube, da kommt es zu einer Beruhigung, zu einer, wenn man so will, stillschweigenden Akzeptanz des Status quo. Und dann glaube ich eher an Käufe, weil ich gerade für Europa sehe, dass wir das Zinsniveau weiterhin extrem niedrig haben werden. Und das unterstützt Aktienkäufe. Zumindest mal jetzt auf 6 Monate gesehen. Ja. Bleibt also sozusagen keine Alternative. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also Korrektur noch nicht zu Ende. Aber wie wir gehört haben, mit ein bisschen Mut kann man natürlich vor allen Dingen auch stärkere Bewegungen nach unten nutzen, um sich für den weiteren Aktienboom, der bei den niedrigen Zinsen, so sagt es Oliver Roth, angesagt ist, entwickeln sollte. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.